Tourauftakt vergangenen Sonntag in Wien. Nach 44 Jahren ist das Orchester einmal wieder im Wiener Konzerthaus zu Gast. Zuletzt 1977 mit Leonard Bernstein. Es hat gute Tradition, beim BRSO eine Tournee in Wien zu beginnen. Das war ein bisschen wieder wie nach Hause kommen, das Gefühl. Das ist sehr vertraut, die Umgebung. Es war begeisterter Jubel und man wird so vom Publikum richtig mitgetragen, einfach weil auch so viele Leute wieder da sind. Gerade in diesen Zeiten hat es eine große Symbolkraft, dass wir wieder reisen, weil noch nicht viele europäische Orchester damit begonnen haben. Von Wien geht es weiter nach Hamburg. Für die Musikerinnen und Musiker sind Konzerte in der Elbphilharmonie stets besondere Höhepunkte. Man freut sich immer auf Hamburg, einfach auf die Elfi, wie sie da liegt. Einfach dieses Bauwerk. Und diese neuen Säle zu erleben voller Menschen, die Live-Musik hören möchten, das ist wirklich Balsam für die Seele. A balm for the soul.